Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns nochmal der Quest Ein würdiger Verbündeter, die Niffen von Loam. Ich hatte das zwar immer schon mal angedeutet, wie man die am schnellsten abschließt, aber nie ein Video dazu gemacht. Und in letzter Zeit kamen auch immer öfters Fragen zu diesem Thema an mich. Hauptsächlich, weil viele Spieler jetzt eben nicht mehr Kampagne oder so weiter zur Verfügung haben, um diese Quest mit einem Klick quasi abzuschließen, sondern ja, andere Wege bestreiten müssen. Und dementsprechend, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht mehr so super aktuell, aber es kamen sehr, sehr viele Fragen. Wir haben uns das noch nie angeschaut. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr die Quest in, ich würde sagen, 10 Minuten plus minus abschließen könnt. Das Erste, was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel. Ihr geht um immer halb zu diesem Event hier. Forscher unter Feuer, Untersuchung der Zerkali-Ruinen, was weiß ich. Dieses Event lohnt sich extrem. Allerdings nur dann, wenn ihr es auf maximaler Stufe schafft. Also 12 von 12, nennt man das Arbeitsschritte oder so, erledigt. Dann kriegt ihr über, da kriegt ihr 1000 Ruf für die ganze Geschichte. Und das Ganze funktioniert nur eigentlich, wenn ihr einen vollen Raid habt. Dementsprechend geht auf Benutzer definiert und dann seht ihr eigentlich auch schon die ganzen Gruppen ab. Gebt einfach mal Researchers Under Fire, das ist der englische Name, da findet man meistens mehr Gruppen, tretet einer bei. Und dann habt ihr den Fall, so wie ich jetzt hier, habt eine volle Gruppe am Start und die stürzt sich gleich dann auf die Quest und dementsprechend ist man A, schnell damit fertig und B, schafft man es auch, alle Steps zu erledigen, bevor der Timer vorbei ist. Also das geht super, super schnell. Danach ist es letzten Endes euch überlassen, wie ihr diese Quest oder wie ihr die 1500 Ruf vollbekommen wollt. Ich mache immer so einen Mix. Ich gucke mir meistens so wie jetzt immer mal die World Quests an, ob es da irgendwas gibt, welches mir Bonusruf gibt. In dem Fall ist es das, ist da nichts am Start. Dann könnt ihr theoretisch World Quests machen. Die geben jetzt aber nur 75 Ruf und das geht mir ehrlich gesagt immer ziemlich auf den Kranz. Dementsprechend zeige ich euch gleich noch was anderes und dabei geht es dann um die Schnüffelsuche, denn da könnt ihr, wenn ihr ein bisschen Luck habt, mit einer einzigen Schnüffelsuche fast die restlichen 500 Ruf machen. Ist ein bisschen luckabhängig, aber wie gesagt, das gucken wir uns dann gleich mal an. So, der Bums hier geht gleich los. Ich denke, das brauche ich jetzt nicht alles zeigen. Wir gucken natürlich auf die Uhr, wie lange das Ganze gedauert hat, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier hoffentlich richtig durchgepflügt haben. Ja, in dem Fall hat Blizzard dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn dieser Altar hier ist mal wieder verbuggt. Nicht das erste Mal, dass es so ist, aber scheinbar sind alle Entwickler oder alle, die sich darum kümmern könnten, dabei, Diablo 4 zu spielen. Kann man ja auch mal verstehen, ne? Da ist WoW nicht so wichtig, aber Hauptsache, bald kommt die nächste Währung in den Shop, da macht man ja genug Geld mit. Heißt also, wir kriegen nicht alle Forscherziele abgeschlossen, das ist sehr, sehr ätzend. Und natürlich, wir standen die letzten 4 Minuten jetzt um diesen Altar rum. Macht es dann auch deutlich langsamer. Viele sind jetzt aus der Gruppe gelieft, weil sie den Max-Rank hätten gebraucht und nicht das so, wie es jetzt ist. Ich eigentlich auch, aber for the sake of it machen wir es jetzt fertig. Ist halt sehr, sehr bitter sowas, aber in der Regel, wenn es nicht verbuggt ist, geht in eine solche Gruppe, macht dieses Event. Wir standen jetzt 4 Minuten vor dem Altar und dieses Event ist um 31 Uhr Serverzeit oder bei mir Ingame-Zeit losgegangen. Das heißt, ich nehme an, wir wären jetzt fertig gewesen, spätestens. Deswegen hätte ich gesagt, 10 Minuten, 1000 Ruf hier ungefähr und die restlichen holt ihr euch dann entweder über World Quests, wie bereits angesprochen, oder ihr macht das dann eben über eure Schnüffelsuchen. Wir machen gleich nochmal eine zusammen. Da hängt es ein bisschen von ab, das kann ich ja jetzt schon mal erklären, dass ihr, wie soll ich sagen, darauf angewiesen seid, dass in dieser Schnüffelsuche, in der ihr euch befindet, können teilweise Items drin sein, die haben dann dieses gelbe Ausrufezeichen über sich, sind also ein Quest-Item und
Das Gute daran ist, dass ihr die Dinger nur aufsammeln und in Loam wieder abgeben müsst. Also das geht super, super einfach. Gebt euch pro Item 250 Ruf. Und ich hatte es tatsächlich schon mal, dass in einer Schnüffelsuche zwei dieser Items waren. Also eins lag da so rum. Manchmal könnt ihr die finden von diesen, wie heißen die denn? Manchmal sind so Viecher vergraben im Boden, die, wenn ihr sie tötet, können die auch noch so ein Quest-Item drin haben. Also letzten Endes, wenn ihr das macht, habt ihr die Möglichkeit, mit einer einzigen Schnüffelsuche nochmal 500 Ruf zu machen. Plus in dem Säckchen, was ihr am Ende bekommt einer Schnüffelsuche, kann auch nochmal Ruf drin sein. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dieses Event hier in 10 Minuten abzuschließen. Plus dann am Ende eine Schnüffelsuche, keine 5 Minuten, wenn ihr wisst, was ihr tun müsst. Also es ist durchaus möglich, in 15 Minuten und vielleicht sogar ein bisschen schneller, wenn man es drauf anlegt, diese 1500 Ruf zu ergattern. Just saying. Das ist auch aktuell so ziemlich der schnellste Weg. Schneller würde es eigentlich nur gehen. Hättet ihr wahrscheinlich super, super, super viele World Quests, die alle Bonusruf geben, aber das ist natürlich nicht möglich. Und jetzt in dem Fall ist halt sehr, sehr ärgerlich, dass wir nur dieses grüne Belohnungssäckchen bekommen haben. Macht 500 Ruf. Also, wenn ihr es nicht schafft, dieses Ding auf Max Rank abzuschließen, dann lohnt es sich auf diese Art und Weise eigentlich nicht. Klar, ihr könnt die Schnüffels oder dieses Event jede halbe Stunde dann machen und dann halt auch auf höheren Rängen und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, und das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen, dass ihr das macht oder dass ihr das auf diesem Max-Dingens macht, damit ihr eben schnellstmöglich mit diesem Scheiß fertig seid und nicht noch ewig darum äumeln müsst. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Wir gehen jetzt noch einmal hier in die Schnüffelsuche rein. Wie gesagt, rein theoretisch wären das jetzt 1000 Ruf in ungefähr 10 Minuten gewesen. Jetzt gehen wir noch auf die Schnüffelsuche, gucken mal. Das Einzige, wo ich mir da nicht sicher bin, ob diese Quest-Items ein Cap haben. Also ich habe mittlerweile schon sehr, sehr viele davon abgegeben. Oder ob es da so ist, dass das Spiel sagt, du kannst in der Theorie unbegrenzt davon finden und immer wieder abgeben. Da müssen wir jetzt mal schauen. So, das Rätsel hatte ich tatsächlich schon mal gemacht. Mal gucken, ob ich noch so halbwegs weiß, wie es geht. Müssen wir uns auf jeden Fall eingraben. Und dann meine ich bei diesen Kristallen graben. Jo, dann verschwinden die Viechers. So, den weg. Und den weg. Und war noch irgendwo einer? Ja, das sorgt auf jeden Fall, dass wir da reingehen können. Dann könnt ihr den Dude, euren Dude, auf der Transportplatte da abstellen. Ich schnüffel jetzt nochmal rum, ob es hier irgendwie irgendwo Viechers gibt. Hier ist irgendwas. Graben. Das sind die Dinger. Schatzhaar. Also die können auch diese Quest-Items droppen. Oh, den prügeln wir jetzt mal um. Wenn ihr davon noch gar nichts gemacht. Ah, da. Tatsache. Also, nee, 200 Ruf geben die, aber trotzdem. Ziemlich, ziemlich nice. Und ich gehe davon aus, so wie es aussieht, dass die unendlich droppen können, so wie es aussieht. Weil ich hatte schon sehr, sehr viele davon abgegeben. Und jetzt ist wieder eins gedroppt. Wir gucken nochmal. Das könnt ihr einfach mal schnell machen. Lauft mit dem Dude rum. Lasst ihn überall mal schnüffeln. Ob er denn was findet. Und wenn dem nicht so ist, dann nehmen wir jetzt in dem Fall Mirit. Setzen den hier auf der Platte ab. Wunderbärchen. Jetzt müssen wir hier. Das kann man mit als Hunter oder auch als Eule ein bisschen schießen. Ihr müsst jetzt hier in diese Blase da hinten. Ich kann mich da aber einfach reinbegeben in die und Rückzug drücken und muss dann nicht mit dieser anderen Blase hier rumfliegen. Und dann gehen wir hier unten zu der Truhe. Machen sie auf. Gucken, was drin ist. Zack. Kein Ruf, also wie gesagt, da können Ruftoken drinne sein. Hatten wir jetzt in dem Fall leider nicht. Und dann gehen wir jetzt in die Stadt zurück. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen lackabhängig, ob ihr da Glück habt oder nicht, Ruf zu ergattern. Aber ich würde es auf jeden Fall trotzdem probieren.
Wenn nämlich Ruf dabei ist, in dem Fall habe ich zumindest 200 Ruf bekommen, ist es teilweise sogar schneller, wenn ihr wisst, was zu tun ist, als eine Boldquest abzuschließen. Ihr wollt es? Dann haben wir es So. auch. Und jetzt theoretisch hätte ich 1200, jetzt werden noch irgendwo Worldquests ab oder so, würde ich die vielleicht nochmal. Also es ist ein bisschen lackabhängig, dass man es in einer Viertelstunde schafft. Es geht aber, habe ich tatsächlich schon hinbekommen. Ja. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, das ist auf jeden Fall der schnellste Weg. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, noch der Hinweis wie immer, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen. Sehr, sehr viele Leute haben noch nicht abonniert. Das hilft mir persönlich extremst weiter, damit ich diesen Kanal weiter so fortsetzen kann. Und damit danke an euch, bis zum nächsten Video und reingehauen.